Alle sagen, alles sei ohne Geld nichts. Wir werden doch nicht nur von einem gemeinsamen Markt zusammengehalten. Es geht doch um den Wert und nicht um den Preis der Dinge. Die Menschheit schreitet voran und begreift immer mehr. Alles, was jetzt noch undeutlich ist, wird irgendwann einfach und klar sein. Nur arbeiten muss man. Man muss mit aller Kraft denjenigen helfen, die die Wahrheit suchen. Ich habe den Eindruck, die meisten Intellektuellen suchen nichts. Sie tun nichts und sind gar nicht in der Lage zu arbeiten. Ich habe so viel Zeit vertrödelt mit ihnen. Ich bin krank vor lauter Nichtstun. Bei mir sind Engländer aufgetaucht und haben im Boden so etwas wie weißes Lehm gefunden. Jedes Mädchen muss auf sich achten. Nichts kann ich weniger leiden, als wenn ein Mädchen sich gehen lässt. In der Wahrnehmung des Schönen sind wir vielleicht reines, pures Subjekt des Erkennens. Das nur Nützliche verschwindet im Schönen ganz aus dem Bewusstsein. Das Schöne lockt zur Erlösung für immer.